Weiter geht's bei Let's Play Pokémon Blau, immer noch in der Sylph Corporation Zentrale, die von Team Rocket eingenommen wurde. Der nächste Rüpel wartet schon auf ein heißes Kämpfchen. Hey, du hast hier nichts verloren! Mach, dass du wegkommst, oder meine Pokémon werden dich zerfetzen! Aber nur, wenn meine deine nicht zuerst in Stücke reißen. Und ich setze Chi ein, mein Mew, auch wenn es keine Chance hat, aber es soll nur ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Das ist halt Sinn und Zweck der Sache. Und ich wechsle zu... Ja, zumindest wechsle ich dann mal. Ja, ich glaube, Yue bekommt das ganz gut gebacken. Go, Yue! Und es heult jetzt schon. Der Kampf hat doch gerade erst begonnen. Du musst schon etwas mehr bieten. Oh, da ist der Angriff doch etwas zu sehr runtergegangen. Okay, dann fliegen wir eben. Okay, Yue, du machst mich gerade nicht wirklich stolz, muss ich sagen. Aber okay, du hast auch ein paar Heulattacken zu viel eingesteckt. Da sei dir der niedrige Angriff mal verziehen. Ach komm, das hätte doch jetzt eindeutig reichen müssen. Nee, stattdessen besucht mich mal wieder der magische Pixel. Machen wir doch mal Flügelschlag und Tragosso ist futsch. Und Chi bekommt natürlich ganz viele Erfahrungspunkte. Yep. Auch wenn sie nur kurz am Kampf teilgenommen hat, das reicht locker. So, und gegen Zubat kann ich Karami ansetzen. Zubat! Hallo, Zubat! Du bist zwar ein paar Level höher, aber ich denke mal nicht, dass du gegen den Donnerblitz bestehen kannst. Schon mal gar nicht, wenn ich einen so famosen Volltreffer lande. Und das bedeutet für Karami ein Levelanstieg. Supi. Das ist hart verloren. Die diamantförmigen Felder sind Teleporter. Eine Art Hightech-Transportsystem. Ein Hightech-Transportsystem. Sehr interessant. Und überall sind Türen, die ich nicht öffnen kann. Mist, die Tür geht nicht mit dem... Geht nur mit dem Türöffner auf. Ja, sie geht nicht mit dem Türöffner auf. Natürlich geht sie mit dem Türöffner auf. Mit was sonst? Hey! Oh nein, du bist gar kein Angestellter der Sylph Corporation. Hau ab, du hast keinen Zutritt! Oder du bist doch ein Angestellter und willst zu Team Rocket überwechseln. Na, da werde ich aber noch ein bisschen mitreden. Okay, Chi, komm kurz her. Ich zieh dich zurück. Probieren wir es doch mal mit Yuki. Wir haben zwar nicht gerade den Levelvorteil, aber dafür sind wir immer vom Element her im Vorteil. Wow, und der Ultraschall knallt mir ganz schön einen rein. Natürlich ist Magnetilo auch ein bisschen schneller. Doch die Knochenkeule haut ganz schön rein. Den Ultraschall überlebe ich. Sind ja immer 20 Schadenspunkte und ausgerechnet jetzt treffe ich nicht. Also, Super Trunk, komm her. Heile Yuki mal. Jetzt aber, Knochenkeule. Yuki, bitte treff doch mal irgendwas. Wirf doch nicht die Knochen daneben. Ja, also, super. Und der Volltreffer kommt mal wieder zu spät. Und Chi ist schon Level 11. Geht ja rucki zucki. Nur Yuki bekommt zu wenig EP. Mit Voltball nehmen wir es auch nochmal locker auf. Ha, zum Glück geht der Kreideschrei nochmal daneben. Genauso wie meine Knochenkeule. Ja, das ist alles ganz wunderbar heute. Alles klappt heute nicht. Aber das hat geklappt. Endlich. Schaffen wir es doch tatsächlich, dieses Voltball zu besiegen? Ich glaube es ja nicht. Und endlich mal ein Levelanstieg. Jetzt noch Magneton, ob das ein bisschen zu viel für Yuki ist? Zumindest haben wir keine Elektroattacken zu fürchten. Nur wieder den Ultraschall. Der mich doch in der nächsten Runde auslocken könnte, wenn ich mich nicht heile. Das tue ich jetzt mal lieber.
Und was kommt jetzt? Donnerschock hat keine Wirkung. Das müsstest du eigentlich als Forscher wissen. Da hat wohl einer nicht richtig in der Schule aufgepasst, als es um Pokémon-Kunde ging. Der Typ scheint ja nicht mal wirklich den Kampf mit zu verfolgen, sonst hätte er schon gemerkt, dass Donnerblitz eigentlich keine Wirkung auf mich hat. Oder Donnerschock, was auch immer. Es wirkt beides nicht. Und endlich geht auch Magneton down. Hat ja gar nicht lange gedauert. Gab immerhin gute Erfahrungspunkte. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber findest du dich durch dieses Labyrinth? Oh Mann, was müssen die Leute ertragen, die hier arbeiten? Okay, den Teleporter benutze ich erstmal nicht. Mein Ziel ist erstmal Etage Nummer 4. Also das ist 1, einmal hoch. Wir sind auf 2, dann 3. Und einmal hoch noch und wir sind auf Etage 4. Wo wir den Türöffner finden. Doch erstmal lesen wir dieses wichtige Dokument. Ein Report über Pokémon. 4 Pokémon entwickeln sich nur beim Tauschen über Linkkabel weiter. Tja, und wer sind diese Pokémon? Wer es zuerst in die Kommentare schreibt, bekommt einen Keks. Jupp, erstmal müssen wir dich besiegen. Ich hörte ein Kind auf dem Gebäude herum. Das kannst ja nur du sein. Ich kenne zumindest keine anderen Kinder, die hier bei Silphcore rumlaufen oder Team Rocket angehören. Ah, der Bock. Oh Mann, da kriegt ja meine kleine Chi richtig Angst, also rufen wir sie mal schnell zurück. Yuki oder Karami, Yuki oder Karami, ich benutze nochmal Yuki. Vielleicht bekommst du dieses A-Bock ja irgendwie gebacken, oder auch nicht. Ist zumindest schon mal wieder ziemlich knapp. Na gut, dann wechsle ich doch mal lieber zu Zastin. Ist aber auch doof, wenn sich jetzt 3 Pokémon die ganzen Erfahrungspunkte teilen müssen. Da kommt nicht viel bei raus. Deshalb bringt der EP-Teiler auch in der roten und blauen und gelben Edition nicht besonders viel. Da die EP unter allen Pokémon aufgeteilt werden. Und schon sind wir Level 12. Lernen wir mal was Neues? Ich glaube, wir lernen alle 10 Level was Neues. Schluss! Aus! Ich gehe nach Haus! Es war sehr dumm, sich mit dem Team Rocket anzulegen. Warum denn? Ich hab dich doch besiegt. Jetzt müssen wir kurz hier hin und wieder zurück. Denn sonst kommen wir nicht hier unten lang. Ach, was hab ich mich damals hier abgesucht? Was hab ich damals hier rumgesucht? Ja, nach dem Türöffner. Ich konnte ihn einfach nicht finden. Zumindest nicht sofort. Hey, würdest du mich bitte durchlassen? Ich trete dir den Hintern, aber du machst mir den Weg nicht frei. Zolle dem Team Rockets gefälligst mehr Respekt! Respektiere meinen Hintern und lass ihn in Ruhe! Hör auf mich zu treten! Wow! Slow down, Mann! Hypno! Oh, Hypno! Ja, wir können immer noch Pfund. Ist ja richtig pfundig. Es ist mal wieder Zeit, mein gutes Starter-Pokémon einzusetzen. Keiichi, der Gute. Und wir benutzen den Blobstrahl. Ich mag ihn, weil er hier richtig gefährlich klingt. Auch wenn er hier gerade nicht wirklich viel Schaden angerichtet hat. Und ich vergiftet bin. Und ich wette, ich habe kein Gegengift dabei. Ich kenne mein Glück. Und bis es leider noch keine Unlichtattacke. Von daher wird uns das hier nicht weiterhelfen. So, aber bitte, mach's K.O. Ja, ja, nein, ach Mensch, Keiichi. Dann müssen wir nochmal mit Blubstrahl nachhelfen. Oder Eisstrahl. Ah, nee, ich mach Blubstrahl. Ach, wir steigen mal weiter auf. Das wird doch noch was mit dem Training von G. Mann. Der wird meins. Morgan entwickelt sich zu Smogmog. Na ja, das wissen die Team Rocket-Mitglieder natürlich. Bitte sag mir, dass ich ein Gegengift dabei habe. Bitte. Bitte. Nein, ich habe kein Gegengift dabei. Ich brauche aber ein Gegengift. Oder einen Hyperheiler. Wenn hier jetzt irgendwo ein Hyperheiler rumliegt, das wäre super. Ist hier irgendwas... Auf welcher Etage bin ich jetzt überhaupt? Ich weiß es doch nicht. Das sieht alles gleich hier aus.
Ich finde die Schwachstellen deiner Pokémon und besiege sie. Ich bin schließlich ein Forscher und das herauszufinden ist meine Arbeit. Dafür bezahlt mich die Sylph Corporation, verstehst du? Um ihnen Informationen zu geben, die sie schon längst wissen. Kaufe den offiziellen Pokémon-Spieleberater. Nein, ich arbeite ohne Spieleberater, aber danke. Ich werde dich schon irgendwie besiegen können. Zastin weiß da bestimmt eine passende Attacke. Und jetzt wird's laut. Ah, unangenehmer Ton im Ohr. Spüre die Psychokinese, meine übernatürlichen Kräfte. Sie werden dich im Handumdrehen besiegen, mit einem gezielten Volltreffer. Und natürlich ist wieder Smogon mit von der Partie, natürlich. Yugi, ich würde dich gerne einsetzen, aber du bist ja gleich schon wieder down. Probieren wir es mit Kagami. Hier haben wir zwar keinen Typenvorteil, aber der Donnerblitz ist ja recht stark. Sehr stark sogar. Okay, dann tackeln wir es eben weg. Man muss ja auch ein bisschen AP sparen. In dem Fall war es keine gute Idee. Machen wir es also nochmal. Jetzt aber. Und der Volltreffer kommt mal wieder. Zu spät, aber ich bin es ja schon gewohnt. Magneton. Oh, da kann ich nicht bei Kagami bleiben. Der Donnerblitz macht mir da nicht genug Schadenspunkte. Na gut. Zastin, dein Ansatz. Schaffe bitte dieses Magneton schnell und sauber aus der Welt. Naja, ging zwar nicht schnell, aber ein zweiter Schlag wird's schon richten. Konfusion, los! Ich habe aber auch wirklich immer das Glück, dass ich die Volltreffer bekomme, wenn ich sie nicht mehr brauche. Du hast mich besiegt! Das habe ich allerdings. Mach dir die Schwachstellen zunutze. Denke auch mal an die Elemente. Ja, das tue ich zwar schon die ganze Zeit, aber danke für den Hinweis. Bingo! Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Und was finden wir hier? Bitte einen Hyperheiler oder sonst irgendwas? Naja, machen wir erstmal alle Türen auf. Bingo! So, wo sind wir jetzt? Ich schaue mich noch ein bisschen um, bevor ich weitergehe. Und werde natürlich prompt entdeckt. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Oh, und warum bist du so berüchtigt? Hast du etwa ein Pokémon, das nicht vom Typ Gift ist? Das würde mich überraschen. Aber nein! Natürlich nicht. Da habe ich mal wieder viel zu viel erwartet. Schnell gewechselt zu... Ja, nehmen wir Jure. Ist ja auch nicht so gut, wenn Zastin die ganzen Erfahrungspunkte für sich alleine einsteckt und ich bin verwirrt. Okay, Jure, jetzt muss alles glatt gehen. Der erste Angriff stimmt schon mal. Ja, was willst du mich schon wieder verwirren? Und warum kannst du zwei Attacken, die mich verwirren können? Eine hätte da, glaube ich, locker gereicht. Oh, und schon wieder dieser laute Ton. Der kommt bei euch nicht so laut an über das Mikro, aber bei mir kann das ganz schön in den Ohren wehtun. Hö? Fragezeichen und ich fliege ab. Yay! Und die Verwirrung hört gerade rechtzeitig auf. Und schon sind wir Level 15. Ich könnte auch Mew einfach irgendwas per TM beibringen, denn Mew kann ja schließlich alles erlernen. Traumato. Oh, hallo Traumato. Und ich flieg weg. Nur um dann mit voller Kraft auf dich herabzustürzen. Nochmal Hypno. Okay, dann nehmen wir mal... Ja, wie nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal Karami. Ich finde alle Pokémon genial, die machen. Das klingt einfach so wunderbar spackig. Jetzt setz bitte nicht mal einen Donnerblitz aus. Na, mein Donnerblitz. Ich brauche meinen Donnerblitz und da steht ganz fett blockiert. Er ist blockiert. Da muss ich eben Tackle ansetzen. Der bringt natürlich überhaupt nichts. Und die Zeit läuft mir auch noch davon.
Nein! Und die Konfusion macht viel zu viel Schaden. Okay, ich wechsle mal lieber. Zu Zastin. Dann geben wir dem anderen Hypno noch eine Kopfnuss. Und das war's dann hoffentlich. Ja, so viel zu meiner Kopfnuss. Dann Psychokinese. Nein, das reicht natürlich nicht. Und die Zeit geht langsam aus und ich schlafe. Dann sage ich gute Nacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.